Die Anleihemärkte sagen, oh, da kommt was Großes auf uns zu und die Fed muss aufgrund der Inflation die Zinsen anheben, womit dann die Konjunktur abgewürgt wird, sodass die Anleihemärkte derzeit das Szenario spielen, dass die kürzer laufenden Staatsanleihen die Renditen nach oben gehen, eben in Erwartung von Zinsanhebungen bereits in 2022, während die länger laufenden Staatsanleihen, also 10 bis 30 Jahre, deren Renditen fällt teilweise. Wir sehen also eine Verflachung der Zinskurve praktisch. Sogar eine Invertierung der Zinskurve, das ist meistens ein Vorzeichen für eine Rezession. Und die Aktienmärkte, die spielen ein ganz anderes Spiel. Die sagen sich, ja, diese Inflation, die ist vorübergehend. Diese Lieferkettenprobleme, vorübergehend, Materialmangel, vorübergehend. Also die spielen die optimistische Sichtweise, die anderen die pessimistische Sichtweise. Welche ist richtig? Es ist auf jeden Fall eine zentrale Frage. Wie die Inflation sich entwickeln wird, auch für die Aktienmärkte, das ist hier schon mal sichtbar. Inflation ist nicht sehr freundlich zu den Aktienreturns, so hat es Lance Roberts bezeichnet. Und wir sehen immer, wenn die Inflation so 4-5% überschreitet, dann passiert was, dann sehen wir negative oder schwache Returns bei den Aktienmärkten. In der unteren Grafik sehen wir, dass hier dieses rechts jeweils in der Grafik, dieses Minus, das sind die Aktienreturns, wenn die Inflation eine Standardabweichung über dem Normal ist. Ist sie nicht abweichend oder sogar darunter, dann sehen wir, dann gibt es außerordentlich positive Resultate an den Aktienmärkten. Also es ist schon wichtig, ob diese Inflation transitory ist, wie uns die Notenbanken ja lange erzählt haben. Inzwischen ist dieses Wort verschwunden, erstaunlicherweise, oder eben nicht. Deswegen gucken wir uns mal an, wie hier zum Beispiel jetzt die Lage ist bei den inflationsadjustierten Dividenden, also Dividenden minus Inflation in den USA, sehen wir ein Rekordtief. Das ist natürlich auch ein Punkt bei Aktien. Ein wichtiger Treiber für die Aktienmärkte ist natürlich auch die Dividende, und wenn die faktisch, also inflationsbereinigt, immer geringer wird, dann sind Aktienmärkte manchmal in Schwierigkeiten geraten. Aber diesmal ist alles anders, das sagen sich die Aktienmärkte, wie Lisa Abramovic sagt. Ja, warum ist das so? Wir sehen eine Verflachung der Zinskurve. Wir sehen, dass die Materialkosten nicht runterkommen, dass die Arbeitskosten für Unternehmen steigen. Also hier all diese Belastungsfaktoren, und die Aktienmärkte sagen sich, das geht uns nichts an. Also es ist diese komplett verschiedene Erzählung der Aktienmärkte von der Erzählung der Anleihenmärkte. Das ist ein Riesenunterschied, und einer davon hat recht. Entweder die Aktienmärkte, Inflation vorübergehend, das mit den Lieferketten, das wird schon wieder, Materialmangel wird schon wieder, oder die Anleihenmärkte haben recht, nämlich das wird nicht so schnell wieder. Die Fed muss dann agieren, andere Notenbanken auch, und dementsprechend wird dieses Szenario an den Anleihenmärkten eben eingepreist. Hier sehen wir nochmal Holger Cepic mit dieser Zinskurve, die sich massiv verflacht. Allein in der letzten Woche haben wir massive Verflachungen eben zwischen kürzer laufenden und länger laufenden Staatsanleihen gesehen. Und auf der anderen Seite sehen wir hier unten mal den Kreditimpuls der drei großen Notenbanken, also der Fed, der EZB und der chinesischen Notenbank. Und wir sehen, das ist deutlich nach unten gegangen. Da ist auch Fiskalpolitik spielt hier eine Rolle. Und das dürfte bedeuten, dass die Einkommensmanager-Indizes, die ja praktisch ein Frühindikator für die Konjunktur sind, dass die ein bisschen runterkommen werden in nächster Zeit. Und wie schaut es aus mit diesen Lieferengpässen? Hier ein in den USA sehr stark beachteter Artikel eines langjährigen Lastwagenfahrers, der sich also in Logistik sehr gut auskennt und auch sehr gut schreiben kann, by the way. Und der sagt also, selbst wenn wir jetzt in den USA hier an den Häfen 24/7 arbeiten, also wenn jetzt auch nachts gearbeitet wird, das war ja vorher nicht der Fall, jetzt hat Biden gesagt, das müssen wir unbedingt schaffen, jetzt ist das teilweise der Fall, aber sagt, es ändert nichts daran, weil diese Häfen sind praktisch ein Nadelöhr und du kommst mit den Lastwagen kaum durch. Ob da jetzt also mehr gearbeitet wird oder nicht in den Häfen selber, spielt keine große Rolle. Und er sagt, das ganze Problem eben mit der Shipping Crisis und diesen Lieferengpässen, das wird so schnell nicht enden. Das ist ein Erfahrungsbericht wirklich mal vom Boden, wo jemand sehr guten Einblick hat in die praktischen Dinge, die da ablaufen, etwa in einem Hafen, etwa in der Kommunikation zwischen LKWs, die dann die Container abtransportieren, und eben den Häfen selbst. Finde ich sehr, sehr interessant, dieser Artikel. Und jetzt ist eben die Frage,
Wie wird man seitens der Politik agieren in nächster Zeit? Biden ja sehr, sehr unpopulär. Morgen die Gouverneurswahlen in Virginia, das wird wichtig. Und jetzt hat Janet Yellen sich geäußert und gesagt, also ja, ich glaube, dass Biden jetzt bald entscheiden wird, ob Jerome Powell Fed-Chef bleiben wird. Sie hat dann übrigens auch gesagt, sie erwartet, dass die Chinesen den Trade Deal einhalten, also ihre Zusagen einhalten, aber man könnte ein bisschen die Zölle senken, das würde dann die Inflation nach unten bringen, also die Janet ganz gerissen und Goldman Sachs sagt jetzt, okay, wir erwarten, dass schon im Juli 2022 die erste Zinsanhebung passiert. Also wir sehen, Zinsanhebung ist ja normal nicht so gut für Aktienmärkte, beziehungsweise dann nicht so gut, wenn die Wirtschaft nicht wächst, oft heben die Notenbanken ja die Zinsen an, weil die Wirtschaft so stark wächst und dann sagen die Aktienmärkte, okay, Hauptsache Wachstum, das ist ja okay, dann kann auch der Zins nach oben gehen, aber hier hätten wir es wahrscheinlich mit einer Situation zu tun, dass die Zinsen steigen, aber die Wirtschaft eben doch nicht so toll läuft. Das ist genau das Szenario, was die Aktienmärkte überhaupt nicht einpreisen, aber eben die Anleihemärkte einpreisen. Wir sehen hier eine Warnung von Morgan Stanley, die sagen, das fundamentale Bild für Aktien, das verschlechtert sich, weil die Fed die Geldpolitik gestraffen wird und wir bald eine Verlangsamung des Gewinnwachstums bei den Aktienmärkten sehen. Noch profitiert man von der Seasonality und der bullische Trend, so Morgan Stanley, kann bis Thanksgiving weitergehen. Thanksgiving ist, glaube ich, am 25. November. Also das würde dann sprechen für einen positiven November. Warum warnt Morgan Stanley? Weil sie sagen, okay, der Konsument, der wird jetzt in Schwierigkeiten geraten, denn der hat alles auf den Kopf gehauen, was an Segnungen, an Helikoptergeld da passiert ist. Hier sehen wir die Savings Rate, sehen wir hier unten, die ist jetzt wieder so wie vor der Corona-Krise. Und insgesamt merken wir eine Änderung des Konsumverhaltens. Holger Čepić weist darauf hin, dass jetzt die Retail Deposits, also das Cash, was auf Bankguthaben in Deutschland liegt, das den zweiten Monat in Folge gefallen ist. Und er führt das darauf zurück, dass die Leute Inflationsangst haben, dass sie sagen, naja, dann kaufe ich doch lieber jetzt als später, weil später wird es teurer. Und das genau ist der Mechanismus, der dann Inflation nochmal beschleunigt. Nehme ich die Inflationserwartungen, wenn ich erwarte, es wird teurer, dann kaufe ich jetzt. Damit beschleunige ich die Inflation, also diese Self-Fulfilling Prophecy, die scheint sich hier anzubahnen. Aber kommen wir mal zu den optimistischen Aktienmärkten. Wir sehen November normalerweise ein sehr, sehr guter Monat für die Aktienmärkte. S&P durchschnittlich 1,25% im Plus. MSCI World 1,7, der Nasdaq sogar 2,8%, Nikkei 2%. Und wie gesagt, November eigentlich mit der beste Monat an den Märkten. Wir sehen bisher seit Jahresbeginn Bitcoin 100% im Plus, Öl 70%, Rohstoffe 52%, Aktienmärkte 16%, Dollarindex 4%, High Yield Bonds sogar 1,6%, Investment Grade Bonds minus 2,2% und Gold ist nach wie vor im Minus mit 5,1% und Government Bonds, also Staatsanleihen, mit 5,9%. Könnte das schlechteste Jahr seit 1985 werden. Wenn wir uns bisher die Earnings Season mal anschauen, die ja mehr oder weniger jetzt ihren Höhepunkt überschritten hat, nachdem wir in der letzten Woche großartige Zahlen von Apple und Amazon gesehen haben. Wir sehen, dass vor allem der Bereich Real Estate am besten abschneidet. Hier sehen wir, grün sind die übertroffenen Erwartungen oder da, wo die Unternehmen mehr melden und besser melden als erwartet. Gelb ist Inline, also so wie erwartet, und rot ist eine Enttäuschung. Wir sehen also Real Estate sehr, sehr stark, Healthcare sehr stark, Financials relativ gut. Wir sehen Tech, naja, ist auch sehr gut, aber nicht komplett überragend. Am schlechtesten Energie und Utilities und Materials, also Material. Das also ist derzeit das Bild, das sich hier abzeichnet. Ja, das ist eine sehr gute Saison gewesen, eine Berichtssaison mit einigen Ausrutschern. Aber die Frage ist, und das sagen einige, das war jetzt der Peak, jetzt haben wir das Beste gesehen, mal sehen, ob sie recht haben. Das Beste vielleicht hat Tesla gesehen? Nein, natürlich nicht, die Aktie wird sich nochmal vervielfachen, aber wir sehen jetzt massives Optionsvolumen, etwa 75% aller Optionen laufen auf den Nasdaq, davon wohl ein guter Teil auf Tesla, mit Abstand die meistgehandelten Optionen. Tesla hat jetzt 310 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung innerhalb von 2 Wochen gewonnen. Das ausgehend von einer Meldung, dass ein insolventes Unternehmen 100.000 Autos bestellt hat. Normalerweise
Ist dann bei solchen Geschichten, bei solchen Leasing-Geschichten oder eine Leasingfirma, die Autos bestellt, ist das nicht so fürchterlich lukrativ für den Anbieter, aber das macht nichts, gell? Es ist der Siegeszug schlechthin. Mal sehen, wie Tesla sich heute entwickelt. Und insgesamt erkennen wir, dass ja jetzt die Aktienrückkäufe wieder anfangen. Das ist natürlich auch ein Rückenwind für Aktien. 40% des Bullenmarktes in den letzten Jahren kommen durch die Aktienrückkäufe, 31% durch die Earnings, also durch die Zahlen, 21% durch Multiple Expansion und nur 7% durch Dividenden. Also wir sehen diese Aktienrückkäufe, diese Verknappung des Angebots ist natürlich ein zentraler Faktor hier für die Aktienmärkte. Kommen wir kurz zur amerikanischen Politik. Pelosi muss jetzt nochmal versuchen, den Deal endlich auf den Weg zu bringen, der ja an den Aktienmärkten schon in der letzten Woche eingepreist wurde. Macht nichts, wenn das dann nochmal passiert, dann können wir es nochmal einpreisen. Das ist der Vorteil, damals wie damals beim Handelskrieg, gell? Da haben wir schon die Lösung eingepreist. Dann ist es wieder nicht dazu gekommen, Aktienmärkte klein bisschen runter, aber als es dann nach dem 10. Mal geklappt hat, hat man 10 Mal das Gelingen eingepreist. Das ist sehr praktisch. Jetzt ist es so, dass nach wie vor das Problem ist zwischen den Progressives auf der linken Seite und den Moderates auf der rechten Seite der Demokraten. In dieser Woche muss das passieren, sonst haben die Demokraten ein riesiges Problem. Biden ja jetzt zurückkehrend dann aus Europa und seine Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, ist jetzt positiv mit Corona getestet worden, 2-mal geimpft gewesen. Und wir kommen nach China. Wir hatten die Einkaufsmanager-Indizes, den offiziellen Einkaufsmanager-Index, der eher größere Unternehmen erfasste, wieder schwach, 49,2, 49,7 erwartet. Alles unter 50 ist ja Kontraktion. Was ist das Problem? Hohe Kosten und schwache Nachfrage. Das ist die Lage in China derzeit. Wir hatten dann den Kaixin-Einkaufsmanager-Index heute Morgen, 50,6, also ganz knapp drüber. Hier der Service PMI, der offizielle, bei 52,4 statt 53,2 erwartet. Also das Gewerbe hat vor allem Schwierigkeiten, der Dienstleistungssektor auch, aber nicht ganz so stark. Jetzt sehen wir, dass hier die Immobilienentwickler 2 Milliarden an Bondbills diesen Monat bezahlen müssen. Also auch Evergrande. Evergrande zahlt ja so tröpfchenweise gerade noch in der Frist immer seine Bond-Anleihen, aber on the long run, wie soll das funktionieren? Wir sehen, dass der High-Yield-Markt in China ein klares Signal gibt. Hier mal der Vergleich zwischen den High-Yield-Märkten der USA und China, den Renditeunterschieden. Und wir sehen, es geht massiv nach oben bei den chinesischen Renditen. Und im Grunde sind hier zwei Modelle jetzt offenkundig der Fall. Einmal Xi Jinping, das Modell Common Prosperity. Das heißt, wir werden die Unterschiede, die Wohlstandsunterschiede einebnen. Und das andere ist die derzeitige Allesblase, dafür stehen die USA, wir blasen die Blase auf, blasen auf, blasen auf, bis es nicht mehr anders geht. Die Chinesen scheinen den ersten Weg zu gehen, da wird man offenkundig in Kauf nehmen müssen, dass diejenigen, die bei dieser Spekulationsblase mitgemacht haben, nämlich der Immobilienblase vorwiegend, 75% des Vermögens der Chinesen steckt da in Immobilien, dass die massive Verluste erleiden werden. Das ist dann Pech, das ist aber vielleicht die einzige Chance für Xi Jinping, dieses Ding nochmal irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass eben der notwendige Schmerz passiert. Die Amerikaner gehen genau den anderen Weg, die blasen die Geschichte auf, da wird nichts gemacht, da guckt man zu, wie eben die Fed sehr, sehr lange, um dann vielleicht umso schneller agieren zu müssen, wenn die Inflation eben so deutlich nach oben schießt. Also wir sehen in den USA ja alles auf Allzeithoch, nicht nur Aktienmärkte, Immobilienmärkte, Löhne, es ist kein Bereich, der irgendwie derzeit nicht auf Allzeithoch agiert, das ist schon mal bedenkenswert angesichts einer Wirtschaft, die sich erholt hat, aber natürlich jetzt keine Wunder produziert. Kommen wir kurz noch nach Europa. Hier sehen wir, dass interessanterweise die Pipeline durch Polen von Russland kaum mehr mit Gas bespielt wird. Das ist ja das, was dann in Malno in Deutschland ankommt. In Brandenburg ist es, glaube ich, also Russland macht scheinbar immer noch Druck in Sachen Nord Stream 2 und schickt eben wenig Gas durch Weißrussland und Polen. Das ist eine interessante Beobachtung, wie ich finde, nachdem er ja gesagt hat, ja, wir werden den europäischen Haushalten helfen, nachdem unsere Lager gefüllt sind. Diesen Zusatz hat man hier weniger berichtet. Aber sei es drum, wie geht es weiter mit Aktien und Bitcoin? Kaufen oder warten? Ja, eigentlich Saisonalität ist doch super, möchte man meinen. November ein sehr, sehr guter Aktienmonat. Jetzt beginnen die Buybacks, die Aktienrückkäufe, auch das ein Rückenwind. Aber irgendwie gibt es diese massive Differenz zwischen den Aktienmärkten auf der einen Seite und den Anleihenmärkten auf der anderen Seite.
Wie löst sich der? Gucken Sie dazu mal das Video von Rüdiger Born, Aktien oder Bitcoin kaufen oder sollte man besser warten? Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche. Auch an diejenigen, die Feiertag haben, sind ja nicht wenige. Wir in Hamburg haben es nicht. Es ist ein Drama, dieser Protestantismus, meine Damen und Herren. Servus, ciao.